Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf der Jagd nach dem Ticket und heute ist folgendes Spiel wieder von gestern. Saint Seiya Awakening Kings of the Zodiac. Ja, das war jetzt mal schnell spielen. Ich hoffe, es kommt heute kein Update mehr. Nochmal, ich habe es gerade probiert, das hat nichts geklappt. Ah, jetzt kommt was. Da. Es geht los. Endlich. Ah, die ganzen anderen Spiele melden sich immer wieder. Okili dokili. Dam 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 dam. Go go go. Ah, doch noch Updates. Ah. Datenmenge ist mir egal. Ich bin am Rechner. Also ich finde das Spiel schon ein bisschen groß, 2 GB für Handy. Obwohl, wenn du jetzt ein Samsung oder sowas hast mit 64 GB, dann geht das ja eigentlich auch noch. Ist das? Jo. Ich bin wieder angemeldet. Stefan, genau. Start, Start, Start. Start, Start. Okidi dokidi. Ich bin starten. Du, 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 du. Im Autokampf kannst du deine Gegner als Haupt. Ich mach mal ein bisschen schneller vorwärts, weil ich möchte gucken, wie das Spiel sozusagen ist. Und wenn ich mir jetzt die Story anschaue, dann sieht man nichts von Spiel mit. Deswegen. So, Entschuldigung für die Unterbrechung und weiter geht's. Okay, ein Kampf. Ah. Wolfsrode ist ein Bar. Tippe auf ein Teammitglied, um eine Bar-Fähigkeit darauf anzuwenden. Das ist nur einer. Machen wir den hier. Jo, und jetzt den Kampf hatten wir ja schon mal gehabt. Fuß war auf alle. Das war nur auf einen, 200. Naja, okay. Die ist noch gesperrt. Das gebe ich mal den. Der macht mal wieder den Schlag. Der macht. Oh, nice.
So. Ja, eine Truhe. Damit wäre das erste Kapitel der Story abgeschlossen. Hol dir deine Questbelohnungen ab. Toni Tatako. Jaku Taos Tami. Gut, dann gehen wir jetzt mal dahin. Da einen kleinen Kampf wieder. Ah, okay. Die Fähigkeit gebe ich den Einhornmenschen. Das war ja schnell. Achte darauf, dass sich deine Heiligen gut ergänzen. So, dann jetzt nochmal die Fähigkeit kriegt der Einhornmensch. Oh. Okay. Also, ich gebe denen die Fähigkeit. Der verbraucht 2 Energie. Das ist immer also für alle Kämpfer die Energie rechts. Kriegt der einen Schlag. Und der kriegt die Fähigkeiten für alle. So, ich denke mal, jetzt habe ich es verstanden. Ah, jetzt war auch fertig. Da ist den einen dann noch. Kassios. Oh, durchgerannt. So. Fähigkeit. Den Einhornmensch. Der soll alle angreifen. Der macht einen normalen Angriff. Und der kümmert sich um alle. Wenn ich jetzt die Fähigkeit mit denen. Oh. Ah, wieder voll. Okay, Fähigkeit. Gebe ich den. Dann probiere ich mit denen jetzt mal.
Hey, was ist mit dem? Subi. Da reicht jetzt ein Standardangriff. Und er kriegt. Blocken. Ah, okay. Nee. Ah, wenn ich mit denen den Standardangriff mache, schlägt er. Ah, okay. Kombi-Angriff. Ja gut. Also muss man sich dann noch Kämpfer sammeln und dann geht's los. Ich bin wieder. Okay. Verbessern. Wie geht das verbessern? Ein Level, drei Level. Ich mach nochmal gegen ein Level, immer vorwärts. Aber gut, wir wissen jetzt, wie das geht. Das Spiel ist interessant. Alle auf 11 machen. Ist ja genau 62.000. Ah gut, dann machen wir jetzt. Haben wir alle auf 12. Auf 13 schaffe ich nicht mehr alle. Na, muss ich doch. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Noch Ticket holen, habe ich vergessen. Also bis dann. Tschüss.